ihr Bock, dass wir weitermachen bei Rap in Berlin oder was? Du musst jetzt hier, du machst jetzt mal Stoppuhrpause. Ich habe da jetzt kurz schon eine Assistentin gefunden, die macht das jetzt digital. Naja, du weißt doch, wie es manchmal ist. Erste Runde, 99 gegen Shizu, Spielplatz 3. Let's go! Wo ist die Energie? Come on! Wir bringen den Laden wieder zum Kochen. Rap in Berlin, Freestyle, Spielplatz 3, 99! Ich nehm den teuren, fick deine Mutter, ich zünde mein Joint an. Ich ficke dein Vibe ständig und mach dein Leben kaputt, freihändig. Dicker, und du wirst jetzt zerteilt, das ist schon richtig, meint mit Kopf geneigt. Dicker, verbeug dich vor der Prominenz, die dich grad in diesem Battle überrennt. Junge, du kannst jetzt was erleben, im Gegensatz zu deiner Mutter muss ich keine Hand anlegen. Also verpiss dich von der Bühne, ich werde dich und deine dummen Wichser kurz verprügeln. Dicker, ich komm mit krass miesen Parts. Wow, ne Flasche mit nem Glas. Wow, das ist echt ne Sensation. Ich lass dich gerne blowen, wenn ich bin Tessofikation. Grad eben nahm ich den Scheißer schon ran, doch du wirst richtig gefickt mit dem Mic in der Hand. Jetzt verpiss dich. Du kannst dich ficken und mich ficken, abschminken wie Lidstrich, Junge. Dicker, ich fick öfter deine Mutter. Kiff mal ein bisschen mehr und komm mal ein bisschen runter. Dicker, schrei mich mal nicht an, du bist peinlich hier, verdammt. S-A-I-Z-U, ich bin der Beste in dem Land. Junge, jetzt wird der Toy da verhauen. Red nicht mit mir, wenn du kein Joint dabei raus. Scheiß Kripo, scheiß Zifte. Ich komme kurz vorbei und werd deine Familienmitglieder ficken. Dicker, du hast hier, glaub ich, Instinkt. Red nicht mit mir, wenn das nach Jauche stinkt. Junge, Mann, was rauchst du vor Ort? Das ist so hässlich wie das Gesicht auf deinem Kopf. Ich komm jetzt vorbei und ich fick deine Mutter. Dicker, Gras stinkt nicht, es duftet. Regel Nummer 1 hier in der Hut. Ich komm vorbei und ich mach deine Familie kaputt. Hat sie Gras selber. Stinkt nicht, es duftet. Krass mieser Part. Dann rauchst du kein Gras. Mann, Dicker, was du das da rauchst, stinkt. Du wirst sie grad entlinken, guck wie du gerade hier noch hingst. Dicker, ich konter deine Lines jetzt kurz mit links. Mein Gras duftet und deine Mutter stinkt. Wer hat jetzt gewonnen? Junge, ich rauche das Ketamin in der Bong. Dicker, ey, du machst hier gerade eine Echt-Show. Dein Gras duftet. Weird Flex, Bro. Keine Ahnung, was du mir damit sagen willst. Du wirst gerade hier gekillt, weil ich mir gerade hier gechillt. Ja, mein Gras duftet. Ich nehm dich mit deinem Part hoch, denn du zahlst 25 Euro für Oregano. Was ist da los? Du wirst richtig abgezogen. Ich bin krass auf Drogen und deine Mutter wird krass weggehauen. Du musst grad mieser Toker, Dicker, du zahlst 100 Gramm für einen Koka. Egal, Junge, du wirst am Schlesi abgezogen. Nimm mal keine Drogen, Dicker, ungelogen. Ich zahl nur 2 Euro für einen Gramm von dem Koka, denn ich wohne in Kolumbia, la vida loca, real talk. Also was willst du machen? Ich komm in deine Gegend mit 80 Kanacken am Ende. Dicker, das war ein krass mieser Part. Du zahlst 2 für einen Gramm, dann wirst du verarscht. Keine Ahnung, was der hier will. Junge, du ziehst höchstens dieses Persil. Ey, ich ficke gleich diese Schwuchtel. Für 1 Gramm muss deine Mutter 2 Stunden lutschen. Das ist das Familiengeschäft. Ich komme kurz vorbei und freestyle dich weg. Du bist ein Hurensohn. Warum sagst du Schwuchtel? Bitte jetzt geh. Ich fick dich mit 50 Homos auf dem CSD. Junge, und da wirst du grad gefickt. Du stehst da mit einer Hundemaske und kriegst meinen Dick. Junge, du wirst wundgefickt. Ich nenn dich Schwuchtel, weil du ne Schwuchtel bist. Nicht weil du mit Männern schläfst. Einfach wegen den Parts, die du jetzt in der Cypher machst. Was du rappst, ist die übelste Scheiße. Du ziehst Lines, ich führ dich an der Leine. Dicker, ey, du dummer Spasti, ich führ dich an der Leine. Deine Mutter geht jetzt Gassi. Vorbei, gebt euch Respekt und Berlin macht mal Lärm! Dankeschön. So, ihr entscheidet, wer dieses Shirt von Rap in Berlin bekommen soll. Mein Leben hängt dran. Hey, du! Das passt dir gar nicht. Leben hängt dran, das passt dir gar nicht. Digga, ich sehe immer gut aus, Shizu. Das ist angeboren. So, jeder von euch hat sich für einen der beiden MCs entschieden. Wer ist dafür, dass 99 dieses Shirt mit seinem Körper schmücken soll? Dann bitte einmal Lärm und Hände für 99. Wenn ihr allerdings sagt, der liebe Shizu soll in dieses Rap in Berlin-Shirt schlüpfen, dann bitte einmal Hände und Lärm für Shizu. Gratuliere dir von ganzem Herzen. Herzlichen Glückwunsch, Shizu. Zieh dich um, Bruder, bitte.
Bruder, da haben 8-Jährige lang dran gearbeitet. Zieh das jetzt mit Stolz an, Alter. Und rede nicht. So, Jungs, den Rest könnt ihr im Interview besprechen. Bitte noch da bleiben. Der liebe Tierster macht nachher die Interviews. Yo, 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 yo. Platz 3 wurde entschieden zwischen 99 und Shih Tzu in diesem Match. Und ich habe mir dieses Match aus der Crowd angeguckt, was leider dazu geführt hat, dass ich nicht sehr viel verstanden habe, weil mich Leute zugelabert haben. Und ihr mir erklären müsst, warum dieses Match an dich ging. Ich würde erstmal bei dir anfangen. Ey, Digga. Also erstmal war mein Mikrofon so 8 Bars in meiner Hemdtasche. Dann habe ich gesoffen wie ein Spasti. Dann habe ich mich noch angestellt wie ein Spasti. Und die Kombination aus all diesen Faktoren hat dazu geführt, dass du mich hier interviewst zu einem unverantwortlichen Zeitpunkt. Und ich nehme mir das auch ein bisschen böse. Aber ich verzeih dir das auch. Okay, ich hoffe, du verzeihst mir. Bewerte das nochmal nüchtern. Findest du, du hast dieses Match zurecht gewonnen, weil er das ein bisschen so auf sich schiebt und an seine Unfähigkeit, dieses Match meistern zu können? Ich finde tatsächlich, erstmal sollte man Props dafür geben, dass er ein Handmikrofon zu einem Ansteck-Mic gemacht hat. Finde ich sehr, sehr stark von dir. Denn den Alkoholkonsum über die Rap-Leistung zu stellen, ist ein prinzipielles Element von Hip-Hop, tatsächlich das 5. Element von Hip-Hop. Meiner 5. Element ist Knowledge? Genau, nee. 6. Element dann? Nee, das 5. Das ist ja noch Knowledge. Nee. Nein? Das ist jetzt das 6. Frag ihn mal, er hat das 5. gerade geschaffen. Du hast die Elemente getauscht. Ja, 7. ist noch Gangzeichen machen, ist auch ganz wichtig. Was läuft. Aber ey, ja, was mich halt mach mal. Interessiert, kann es sein, dass du die letzten 4 Jahre nicht da warst? Nein. Ich habe eine Ferienunterkunft in Schwäbisch Gmünd und residiere dort. 364 Tage. Ich weiß gar nicht, von was dieser junge Mann redet. Und wo ist der letzte Tag? Digga, warum stellst du mir Fragen, Tierster? Also kannst du nicht einfach mal sagen, schön, dass du hier bist, so, und wir trinken Bier. Warum stellst du mir jetzt Fragen? So? Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ja, das ist doch gut. 364 Tage hat der Mann eine Villa und er kommt am 365. her und du stellst Fragen. Feier ich nicht. Oh, das geht ja gar nicht. Ich wollte dich nicht überfordern. Dadurch, dass du aber freestyle-technisch immer noch on point warst, habe ich gedacht, dass du auch in der Lage wärst, diese Fragen zu beantworten. Das war ja vor ein paar Stunden, Alter. Muss mir auch realistisch okay, im Rahmen. Okay, wo ist die Schwelle? 4 Bier. Okay. Wie ist die Schwelle bei dir? Für was? Für diesen Zustand. 4 Bier, was mit dir los? Also, wenn man in den Zustand geraten will, normalerweise als erwachsener, ausgewachsener Mensch, dann sollte man sich mindestens 10 Cuba Libre an der Bar gönnen, inklusive 2 Substanzen, die hier öffentlich nicht benannt werden. Okay. Cuba Libre, Ukraine, Fußballspiele, gute diese. Glutamine, dies, das, du weißt. Naja, Dicker, keine Ahnung, wir hatten ein Battle, glaube ich. Ich glaube, das Battle war recht ausgeglichen. Ich glaube, so ein paar Leute haben gesagt, ich habe das verloren. Ich nehme es nicht persönlich, ich werde den allen auflauern auf ihrer Privatadresse und meine tschetschenischen Cousins dort vorbeischicken, damit die mal für Frieden und Ordnung sorgen. Davon abgesehen nehme ich das nicht persönlich und würde jetzt gerne bei aller Liebe, Tierstar, dass du jetzt aufhörst, mir Fragen zu stellen, Alter. Ich habe aber noch eine sehr brisante Frage und zwar jetzt, wo du diese Ansage gemacht hast, hast du irgendwelche Rachebedürfnisse in dir? Hast du das Bedürfnis, der Öffentlichkeit zu beweisen, dass du wenigstens noch genauso gut freestylst wie damals in Stuttgart, als wir uns kennengelernt haben? Welche Ansage denn? Irgendwas, dass du sagst, ich komme wieder, ich komme back und gewinne wenigstens gegen Yannick? Guck mal, weißt du, was meine Ansage ist? Ich glaube, es ist eine realistische und krasse Ansage. Wenn ich hier bin und ihr lädt mich ein und ich bin nicht zu besoffen, dann komme ich. Okay. Und alles andere wird sich zeigen. Sollen wir die Alkoholverbot geben? Weil Nein. Warte ich mal jetzt ein bisschen runter, bevor ich es persönlich nehme. Ja, du kannst jetzt auch nicht die Magie hier komplett rausnehmen. Nee, ich habe jetzt nicht mehr die Ansprüche, der Überfreestyler hier zu werden. Aber jetzt mal ehrlich. Ja. Kannst du heute noch zeigen, dass du True Schooler bist? Ja. Guck mal, es gibt die Death Shop Zone und du zeigst einfach nicht mal, dass du ein True Schooler bist. Es war die Danger Zone. Kannst du ein Baby Freeze? Nein, es war die Danger Zone. Kannst du ein Baby Freeze? Okay, es war ein Freestyle Battle und das ist ein spontanes Ding. Wie wäre es mit einem Written Battle? Weil Written wissen wir, was 99 drauf hat. Und Written-mäßig, wenn du auch dich ins Zeug legst, wissen wir, wenn du es wirklich willst, was du an Höchstleistungen erbringen kannst. Ja, gib mir einen Gegner, bitte. 99. Nein, er hat einen Baby Freeze auf dem Splash gemacht. Das
disqualifiziert ihn quasi als Gegner. Nee, das, nicht, das disqualifiziert mich nicht. Das macht mich eine Ebene über allem und macht mich unbattlebar so. Eben, deswegen sag ich ja. Also für mich quasi nicht mehr aus, ein auswählbarer Gegner. Und für dich? Für mich was? Ein Written Battle Gegner. Cassius Clay, Alter. Cassius Clay wäre ein Written Battle Gegner? Dickerchen, Alter. Seit Jahren drückt er sich. Ja? Seit Jahren drückt er sich, Dicker. Was? Seit Jahren drückt er sich. Welcher Sieg von dir berechtigt dich eine Herausforderung an Cassius Clay? Dickerchen, der kam mit 20 Leuten zu irgendeinem Event und machte da Welle so. In Leipzig? Aber ja, na klar. Das war im Lido. Na klar. Das war nicht im Lido, es war im Leipzig. Es war im Lido, in Leipzig. Morlock müsste, es ist alte Damenhandschuhfabrik. Ja. Alte Damenhandschuhfabrik war das. Aber wir wissen ja, was Cassius Clay an Gegnern bis jetzt hatte und an Battles geliefert hat, online. Was hatte der denn an Gegnern und Battles? Er hat gegen Disaster gebattelt. Gegen Cynic gebattelt. Er hat gegen Disaster gebattelt, das ist beeindruckend. Nee, ey, das soll man machen. Cassius Clay, Battle, komm ran. Er kommt nicht ran, wir wissen alle, was Sache ist. So. Wer war dein stärkster Gegner in einem Written Battle? Chambo wahrscheinlich. Und wie sahst du aus? Wie ich da aussah? Ja. Wollen wir die Kontroverse? Sexy, Bruder. Ja. Oh, sehr gut. Verdächtig gut. Du hast das Ding jetzt in den Raum geworfen. Wir sind natürlich gespannt, was die User davon halten. Und wollen die User von Battle Rap und die Verfolger und die Zuschauer ein Battle zwischen 99 und Cassius Clay sehen, dann schreibt das in die Kommentare. Wir sind gespannt. Dieses Ding ging auf jeden Fall an Shizu. Dritter Platz. Rap in Berlin. Peace.